Hui, niesen wollte ich sagen. Und da war es schon zu weit. Loch haben wir ja auch noch. Sieht aus, als hätte sich etwas durchgefressen. Durchgefressen? Das ist kein Ausweg. Da hat sich was... Alter, was gibt's denn hier für Viecher hier unten? Nee, da frisst sich irgendwas durch. Dunkelheit. Das Licht der Fackel reicht nur bis hier. Habt ihr etwas gefunden? Ja, ich glaube hier. Aber ich muss es sehen, um sicher zu sein. Und dann hoffen wir mal, dass da in der Dunkelheit nichts steht und auf das Licht wartet. Das wäre nicht so dolle. Okay, wir haben einen Lichtspalt. Wir haben einen Rubin. Kann ich vielleicht das Licht irgendwie... Nein. Ringhalterung? Ich dachte, lieber nicht. Okay, das hat irgendwie reagiert beim Spiel ab und zu was nicht. Silberschale kann ich auch nicht waschen, kann ich auch nicht. Ich sollte es erst einmal. Ja, okay. Haken. Wollen wir nochmal austesten? Ich habe meine Lektion gelernt. Nichts und niemand verwundet. Okay, Räucherschale. Stäbchen. Ah, Stäbchen nimmt sie also mit. Können wir das Stäbchen eventuell da reinstecken? Nur mal so. Nein. Nein, okay. Nein. Räucherstäbchen mit Alkohol. Das Stäbchen sollte auch so gut brennen. Ach so. Kann ich rausgehen? Was soll ich damit? Okay, ich dachte vielleicht, dass wir das anzünden können, aber es geht anscheinend nicht. Nein. Das ist es nicht. Okay. Kann ich vielleicht das Stäbchen da runterfallen lassen, um zu gucken, wie tief das ist? Das führt doch zu nichts. Okay, gut. Ich sollte es erst einmal aufheben. Steckst es zurück. Okay. Huch! Sie nimmt die Räucherschale einfach mit. Schale mit Verband. Okay. Das führt doch zu nichts. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Aber meiner. Ich sollte es eher... Kann ich vielleicht... Ach, die nimmt sie mit, alles klar. Verstaubte Silberschale. Das sollte reichen. Glänzende Silberschale. Wir müssen also wahrscheinlich doch irgendwie, hier war doch eine Ringhalterung. Ich sehe keinen Zusammenhang. Mit den Händen bekomme ich ihn nicht weiter auf. Und selbst wenn käme nicht genug Licht heran, ich muss anders. Ja, ich versuche ja gerade irgendwie, wenn ich die glänzende Silberschale ins Loch lege. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Ich glaube, wir müssen irgendwie... Vielleicht, wenn ich hier einen Haken hänge... Die glänzt jetzt, die könnte ja Licht reflektieren, Theo. Bei denen. Ist sie das? Ja. Ja, das ist sie. Die Maske von Malakar. Damit werden wir die Schlacht gegen die Dämonen ein für alle Mal schlagen. Sei nicht zu voreilig, mein Lieber. Ayal! Ein Wächter! Bewacht die Tür! Wenn der Käferschlüssel beschädigt wird, sind wir hier eingesperrt. Oh oh. Na los. Yalla. Töte mich. Mein Leben ist ohnehin nicht viel wert. Schwächling. Stab. Hä? Was ist das? Blut? Rauch? Der Stab? Was hat das zu bedeuten? Die
Der Stab will also... Die zweite Vision zeigte aufsteigenden Rauch. Glühende Augen. Räucherstäbchen. Schale mit Verband. Und... Hä, wieso geht das nicht? Hallo? Schale mit Verband? Haken. Ah, willkommen, Scha... Was war das? Wer bist du? Was machst du in meinem Kopf? Hallo? Ihr müsst mich schon berühren, wollt ihr mich hören, Charizard. Ach du meine Güte. Bist du ein Dämon? Um ehrlich zu sein, Charizard, ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Auf einmal war ich hier, in der Dunkelheit, festgekettet, vor unzähligen Jahrhunderten. Du lügst doch. Keineswegs. Ich sah den Aufstieg und Fall eines jeden Staubkorns in dieser Kammer. Nur meine eigene Geschichte kenne ich nicht. Aha. Wieso höre ich dich in meinem Kopf? Das kommt von eurem Blut, das ihr mir geopfert habt. Ich habe einen Pakt mit einem Dämon geschlossen? Verzeiht, ich hätte euch vorher warnen sollen. Öffne die Tür. Du kannst das doch, oder? Ich fürchte nicht. Nein. Was kannst du dann? Ich kann das Licht entfachen und löschen und ich kann den Wächtern Befehle erteilen. Wecke die Wächter und befehle ihnen, das Tor einzureißen. Aber dann lauft ihr davon und ich bleibe zurück. Es wird weitere Jahrtausende dauern, bis sich wieder eine Prinzessin hierhin verirrt. Du weißt, wer ich bin? Ja, ich habe euch vor der Grabkammer belauscht. Was haltet ihr von einem weiteren Pakt? Ich helfe euch aus der Grabkammer und ihr nehmt mich mit. Prinzessin und Hofmagier. Herrin und Diener. Zusammen erobern wir die Welt. Abgemacht. Was? Wirklich? Wer wäre so dumm, ein unheimliches Wesen wie mich so leichtfertig zu befreien? Ich nehme, was ich kriegen kann. Ihr macht mir Angst. Na, das gefällt mir. Entzünde die Fackeln. Lasst uns das gemeinsam tun, Charizard. Richtet eure strahlenden Augen auf die Finsternis und konzentriert euch. Solange ihr mich berührt, könnt ihr nicht nur mit mir sprechen, sondern auch mit mir zaubern. Na dann... Zaubern wir mal in die Dunkelheit. So erblicket die Pracht der letzten Ruhestätte meines Meisters. Bei meinen Ahnen seid ihr schön. Wir haben also eine Abmachung? Ja. Ja, die haben wir. Gut. Stab befreien. Du steckst fest. Ich hänge ja nun auch schon sehr lange hier. Lockert die Halterung und zieht mich mit einem starken Ruck gen Himmel. Du erinnerst dich also an den Himmel. Den Himmel, die Freiheit, das Funkeln und Klingen der Sprache. Manche Dinge vergisst man nie. Aha, okay. Du steckst immer noch fett. Lockert die Halterung. Ja, okay, gut. Ende. Wächterreste Magier. Nein, er ist zu schwer. Von Hand bekomme ich seine Leiche nicht frei. Er hat den Magier und die Maske unter sich begraben. Er ist unter dem Wächter begraben. Mit Magie bekäme ich ihn vielleicht frei. Aber nicht mit baren Händen. Die Glieder des Wächters haben ihn elendig erdrückt. Oh mein Gott. Natürlich ist hier kein Gas in der Luft. Das Feuer in seinen Augen hätte dem Wächter sonst schon längst den Kopf gesprengt. Die Flammen in seinen Augen sind heiß. Feuerschalen. Mal probieren. Der Stab hat mir Licht gemacht. Ich traue ihm keine 3 Spannweit. Sie sind zu groß und zu schwer. Mein Wille allein reicht nicht, um sie zu bewegen. Die Maske ist weg, die Ringhaltung haben wir ja. Sie ist viel zu schwer, als dass ich sie bewegen könnte. An der Säule hängt ein Ring.
Offenbar ließ sie sich einst verschieben. Räucherschale haben wir hier. Stab ist nicht frei. Wir können aber mit Alkohol dafür sorgen. Das hilft mir auch nicht, ihn da rauszuziehen. Naja, vielleicht wird er dann lockerer. Eine glänzende Silberschale, Verband. Eine Kette. Ah. An einem Ende hängt der Zauberstab, am anderen eine schwere Metallkugel. Und nun? Wohin damit? Ganz einfach, Kette ins Loch. Das würde klappen, wenn die Kugel den Stab nicht mit in den Abgrund reißen würde. Dann kann man ja... Das heißt, wir müssen den Stab irgendwie so befestigen. Vielleicht durch die Ringhalterung durch? Alles klar, Metallkugel in den Abgrund. Woo! Viel Spaß! Jetzt müssen wir nur die Kette loswerden. Ja, ich könnte auch einmal abmachen, oder? Geht das? Düdüm. So, ich habe dich befreit. Was nun? Nun habe ich endlich Beine und bin nicht mehr allein. Ich meine, wie kommen wir hier raus? Gar nicht. Diese Mauern sind unentrinnbar. Aber du sagtest... Ach, Charizat. Wir befinden uns hier im dunkelsten Loch, das die Welt nie kannte. Hier bedeutet doch nichts, gar nichts. Schon gar nicht ein Versprechen von einem Stück Holz an eine Todgeweihte. Aber lasst uns dennoch Freunde sein. Wir können mit dem Licht spielen oder die Wächter wecken oder... Wenn du es nicht machst, ich werde mich an unsere Abmachung halten. Ich werde einen Weg hinausfinden. Und wenn du mir dabei hilfst, werde ich dich mitnehmen. Charizat? Und hör auf, mich Schmetterling zu nennen. Ich bin kein Schmetterling. Und wir sind auch keine Freunde. Von nun an tust du, was ich dir sage. Und wenn nicht... Werfe ich dich in ein noch tieferes Loch, wo dich wirklich niemand mehr finden wird. Wie ihr befiehlt, Herrin. Ihr seid zu gütig, Herrin. Okay. Aktivieren, deaktivieren können wir also. Oh, Wächter. Psst. Beweg dich. Der Zauber des Magiers hat den Wächter in Stücke gerissen. Ja, das weiß ich. Ich will ja nur den Magier. Er hält noch immer die Maske. Und Haruns Dolch. Ah. Ihr lebt noch? Nehmt die Maske. Bringt sie fort. Beruhigt euch. Sammelt eure Kräfte. Herrin, seht ihr nicht? Er ist so gut wie tot. Hast du kein Mitleid? Habt ihr? Wohin muss ich die Maske bringen? Nach Draconia. Zum Prinzen. Zum Prinzen? Welcher Prinz? Galved? Seid ihr noch da? Er lag blutend am Boden und ihr löchert ihn mit Fragen? Ihr hattet wirklich kein Mitleid, nicht wahr? Doch. Aber es hätte zu nichts geführt. Es hätte euch menschlicher gemacht. Sagt ein sprechender Stab. Na, dann gehen wir mal hier raus. Loch. Das geht nur bei magischen Artefakten. Magische Artefakte. Ringhalterung, Räucherschale, Haken. Glühende Augen. Kann ich die vielleicht aktivieren? Nein, glühende Augen. Unterhaltsam, nicht wahr? Ich habe schon Besseres gesehen. Oh, wie ich euch beneide. Haben wir denn noch irgendwas? Eine brüchige Wand.
Können wir eventuell Maske? Was kann die Maske? Sie wirkt nur auf Menschen. Kann die Maske Tote erwecken? Meine Liebe, ich und die Maske, wir kennen uns gut. Aber so gut? Du hast keine Ahnung, was sie kann. Nein. Alles klar. Klebriger Durchstab. Ich brauche etwas Spitzeres, um die Öffnung zu vergrößern. Alles klar, dann nehmen wir natürlich den Dolch. Dolch. Erst muss ich die Öffnung wiederfinden. Es ist, als wäre sie nie da gewesen. Okay, dann machen wir natürlich die Fackel mal wieder aus. Es werde ewige Nacht. Ewige Nacht? Du kannst sie doch jederzeit wieder anschnippen. Herrin, ich weiß, ich bin kein Poet, aber bitte lasst mir meine Poesie. Es ist so still. Ich kann mein eigenes Herz schlagen hören. Noch. Okay, na dann wollen wir doch mal die Wand vergrößern. Durchschauen. Alles klar, zurück. Ach nee, Quatsch, durchschauen, Moment. Und dann, Stäbchen, würdest du mal... Nein. Den da? Wollt ihr ihn wecken? So richtet mein Zauber auf ihn. Alles klar. Hey, Kumpel! Wecke ihn! Was soll er tun, Herrin? Die Wand einschlagen. Die Wand einschlagen? Toll. Gebt auf, die Wand ist zu dick. Feuerschale nehmen. Und sie gegen die Wand. Da her? Brauche ich keine. Was könnte ein Wächter mit einer Feuerschale machen? Monstrum, Felsen. Da brauche ich keine Feuerschale. Gegen den Säuleneingang werfen. Ach, macht er wirklich. Okay. Er hat es jetzt wirklich gegen... Okay. Es werde Licht. Eine herrschaftliche Grabkammer. Nur für euch. Das werden wir noch sehen. Ja, dann schauen wir mal durch das Loch durch. Und aktivieren die Feuerschale. Hahaha. So, dann wollen wir mal den hier aktivieren.